willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute unterwegs mit einer Makita Akku Motorsense. Ihr seht da zum Beispiel jetzt eine Randreihe, die zu schmal ist, um sie mit dem Traktor bearbeiten zu können. Deswegen muss man die auch mähen. Wir haben zwei Möglichkeiten, die mit der Motorsense und wir haben auch einen Hochgrasmäher. Der Hochgrasmäher ist natürlich schneller in der Fläche, hat aber das Problem, dass im Zwischenstockbereich relativ schwierig ist. Wir sehen es da in einem Weingarten, der treibt schön aus. Es war jetzt feucht in den letzten Tagen. Die Reihe daneben ist jetzt zum Beispiel gemulcht worden vorige Woche. Das Gras wächst auch schon wieder ordentlich nach, weil es feucht war. In diesem Fall haben wir eine Anlage mit einem Hagelschutznetz, das ist natürlich schon unten, um bei einem möglichen Hagel eben die Trauben und auch die Triebe vor allem jetzt im Moment zu schützen. Ja, die Makita Motorsense hat drei verschiedene Stufen. Wir mähen heute mit dem Faden. Wenn es zu dicht wird, wir haben eine dritte Stufe. Da hat das Ganze natürlich dann deutlich mehr Kraft. Ja, ihr könnt jetzt da eine Besonderheit in dem Weingarten sehen. Wir haben da schon andere Stecken als in anderen Anlagen verwendet. Das sind doppelte Stecken, schützen den Stock von vorne und hinten. Trotzdem natürlich wichtig ist es, wir wollen den Stock nicht abschlagen mit dem Faden, sondern wir wollen nur möglichst gut das Unkraut mähen und möglichst wenig den Stock verletzen. Faden ein bisschen nachziehen. Da ist sehr hoch schon die Brennnessel verbraucht entsprechend oder wenn man irgendwo annäht. So, ich glaube, einen Unterschied kann man erkennen und man versteht, warum das gut ist für den Weinstock. Kann man da wieder möglichst viel Energie tanken kann. Jetzt fahren wir noch von der anderen Seite. Kontrolle, schauen, dass wir es schön ausschneiden. Tja, passiert manchmal. Abschalten, kurz ablegen. Müssen wir den Faden wieder ausfedern. Ansonsten haben wir nur einen Faden. Das geht natürlich nicht so gut.
Schau, jetzt könnt ihr sehen, ein nächstes Rebhuhn. Das haben wir gerade super erschreckt. Da könnt ihr das Nest sehen mit den Eiern. Wir haben natürlich schauen, dass wir es nicht stören und rasch weitermähen. Da könnt ihr jetzt eine wunderschöne Pfingstrose sehen, die blüht gerade auf. Die schneiden wir natürlich nicht um, die ist wunderschön. Außerdem gibt es dann ein Futter für die Bienen. Nächster Weinstock. Schmeißen wir auch raus, nehmen wir gleich mit runter. Ein Eisen. Ganz schlecht. Beim vor allem dann auch, wenn man mit dem Traktor fährt. Ja, gleich den Faden ein bisschen nachziehen, damit wir wieder gut mähen können. Ja, jetzt könnt ihr sehen, da hört das auf, der Graben. Deswegen kann man jetzt wieder schön maschinell bearbeiten. Ja, ein Unterschied ist zu erkennen, denke ich. Ja, vielleicht auch ganz spannend. Ihr seht da unten die Stammaustriebe, die kommen jetzt schön. Die nehmen dem Weinstock natürlich an der falschen Stelle die Energie. Und ihr werdet mich dann in einem der nächsten Schritte sehr bald sehen, mit dem Stammboot zu fahren. Das ist eine Bürste in Wirklichkeit, die das runterschlägt. Zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem etwas anderen Video aus dem Weingarten. Wie immer freue ich mich über Likes und Kommentare und natürlich auch darüber, wenn ihr den Kanal abonniert. Viel Spaß und bis zum nächsten Video.